Glückwunsch zum Sieg und ja, dein Kommentar bitte. Ja, Resultat ist Hauptsache gewonnen. Es war kein schönes Spiel. Wir haben uns selber schwer gemacht, da wir vor allen Dingen auch im zweiten Viertel viel zu viele Turnovers hatten. Und dass sich in der zweiten Halbzeit dann noch ein bisschen durchgezogen hat. Also wir haben 15 Turnovers gehabt, insgesamt ist halt zu viel. Aber nichtsdestotrotz muss einfach so ein Spiel gewinnen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und das haben wir nachher dann noch relativ klar gemacht. Ja, alles klar. Danke, Kai. Ganz kurz noch eine Zwischenfrage. David Feldmann musste raus. Ich glaube, der hat auch die Halle vorzeitig verlassen. Was ist da genau passiert? Gab es da einen Cut oder irgendwas Ernsthafteres? Der hat einen Cut über dem Auge und muss dann wahrscheinlich genäht werden. Und da hast du diese Halle auch gewonnen. Ich glaube, du nimmst die Siege dann einfach mit. Ja, egal welchen Team du dann spielst, wenn dann jedes Spiel wird, dann wird auch gewonnen. Oder wie sieht das aus? Also natürlich, grundsätzlich sieht das natürlich so aus. Ja, am Ende will man ja immer gewinnen, wenn man Basketball spielt. Ich erinnere mich gut, wie ich letztes Jahr hier war das allererste Saisonspiel. Auch da haben wir gewonnen. Eure Saison ist dann ein bisschen später noch erfolgreicher geworden. Heute war es natürlich im Speziellen was Besonderes, ja, gerade weil halt auch der Gegner natürlich meine alte Mannschaft war. Ja, das ist natürlich immer ein besonderes Spiel. Will man natürlich immer gerne gewinnen und gut aussehen dabei. Spielerisch, nicht so. Ne? Ja, also zunächst einmal freut man sich natürlich, dass unsere Heimbilanz weiter sich sehr positiv darstellt. Wir haben jetzt bis auf das Spiel gegen Itzehoe, wo wir auch ohne Howard spielen mussten, alle Heimspiele hier gewonnen. Und das ist die Basis für unseren momentanen Tabellenstand und auch die Region, wo wir hinwollen. Wir wollen versuchen, in die Playoffs zu kommen und dafür muss man gerade auch in dieser Liga Heimstärke nachweisen. Das ist uns heute wieder gelungen. Es war sicher nicht das beste Spiel, was wir abgeliefert haben. Aber unterm Strich steht wieder der Sieg und damit muss man dann einfach auch mal zufrieden sein und sagen, wir nehmen die zwei Punkte mit. Und jetzt versuchen wir nächste Woche in Magdeburg die Hinrunde zu veredeln.